Soweit die Kollegen der BBC. Wir schauen gleich noch mal rein und schalten jetzt zu Georg Mattis, unserem Kollegen von der Deutschen Welle in London. Man sieht hinter Ihnen den Big Ben. Sie sind also nah am Zentrum der Macht. Wie ist denn da die Stimmung heute Nacht? Ja, die Leute halten hier jetzt natürlich den Atem an und man blickt jetzt gebannt, jeder auf seinen Fernseher und das Radiogerät, denn bislang durften die britischen Medien ja nicht berichten über den Wahlkampf, über die Stimmung im Land, oder man durfte nicht einmal die Leute, also das gilt für die nationalen Medien, die Leute, die aus den Wahllokalen herausgekommen sind, interviewen. Jetzt sind also die ersten Hochrechnungen auf dem Markt. Es gibt ja keine offizielle Hochrechnung, weil man einfach nicht die Vergleichswerte hat wie bei einer nationalen Wahl. Aber zwei Sachen scheinen jetzt schon klar zu sein. Die Wahlbeteiligung ist extrem hoch, bei ungefähr 70%. Und das offizielle Ergebnis, wie hoch die Wahlbeteiligung ist, wird auch erwartet, verzögert durch das schlechte Wetter. Und es scheint so zu sein, dass die Befürworter der EU ganz knapp die Nase vorn haben könnten. Die Wahlbeteiligung scheint besonders hoch zu sein, sagen Sie. Wofür könnte das sprechen? Das sind ganz klar gute Nachrichten für die Befürworter der EU, für David Cameron. Denn je höher die Wahlbeteiligung, je mehr junge Menschen haben sich beteiligt. Es sieht also im Moment so aus, dass man von einer Wahlbeteiligung von 70% ausgehen kann. Das ist höher als bei der letzten nationalen Wahl, bei der David Cameron ja gewählt wurde. Also das würde bedeuten, viele junge Menschen haben teilgenommen und sind davon, dass die jungen Leute, die Großbritannien in der Europäischen Union halten wollen. Wie ist denn die Stimmung in der Stadt in London überhaupt? Gehen die Menschen heute Abend ins Bett und wachen morgen früh mit Brexit oder Remain auf? Oder sind wirklich alle so angehalten, dass sie warten, bis es einen ersten Trend gibt? Ja, in vielen Zeitungen waren heute die Seiten gefüllt mit Tipps von Ernährungsbiologen und Psychiatern, wie viel Kaffee man wann trinken darf, damit man zu den wichtigsten Momenten wach ist. Und das sind so die Stunden 2 bis 4 Uhr morgens. Dann kommen von den über 300 Wahlbezirken die ganze Flut an Ergebnissen herein. Am Anfang wird es wohl so aussehen, dass die Befürworter vorne liegen, denn es kommen die großen Metropolen, wie zum Beispiel London, wo man davon ausgehen kann, oder Schottland, dass es mehrheitlich für einen Verbleib gestimmt wird. Und dann kommt aber zwischen 2 und 4 der große Haufen an Ergebnissen herein. Und dann wird man sehen können, in welche Richtung es sich wendet. Und diesen Moment wollen natürlich viele Briten nicht verpassen und werden dann gefesselt vor ihren Fernsehern und Hörfunkgeräten sitzen. Sie stehen schon seit einigen Stunden dort draußen. Wir haben mitbekommen, dass das Wetter heute in London, in Großbritannien, auch ein gewisses Problem war, dass es geregnet und gestürmt hat. Hatte das wohl irgendeinen Einfluss auf die Abstimmung heute? Also ich stehe hier direkt vor Big Ben und vor mir ist hier, also hinter der Kamera, ist eines der Wahlbüros. Und obwohl es sehr stark geregnet hat, also zwischenzeitlich hier wirklich ein tropischer Regen heruntergekommen ist, sind trotzdem viele, viele Leute zumindest an diese Wahlstation gekommen. Das hat man auch gehört von anderen Wahlstationen im Land. Zwei mussten geschlossen werden, weil der Regen einfach zu stark war. Dann hat man den Wählern dort aber andere Sachen angeboten. Es gibt einige Meldungen, dass zum Beispiel die Waterloo Station ein Schlüsselpunkt für Commuter, also für Leute, die nach der Arbeit jetzt noch mal in ihre Heimatstädte fahren würden, um dort zu wählen, dass es da Probleme gab und dass da viele Menschen waren, die es dann nicht mehr geschafft haben, an die Wahlurnen zu treten. Ob das nun den entscheidenden Unterschied macht, das wage ich mal zu bezweifeln. Vielen Dank, Georg Mattis, für die Einschätzung und die Infos direkt aus London.